Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kaum sind die Festtage vorbei, gibt es schon wieder etwas zum Feiern. Übermorgen ist nämlich Epiphanie, das Fest der Heiligen Drei Könige. Fast so bekannt wie die Geschichte vom Kaspar, dem Balthasar und dem Melchior, wo aus dem Morgenland mit Weihrauch, Myrrhe und Goldstar nach Bethlehem gezogen sind, ist heute vermutlich der Dreikönigskuchen. Im Gegensatz zu den damaligen königlichen Geschenken ist der Dreikönigskuchen aber für alle da und erst noch in den Gobläden erhältlich. Und der Glückspilz, wo das Figürli in seinem Stück findet, der fährst noch selber der König sein, wenn auch nur für einen Tag. Herzhaft zugreifen lohnt sich also in jedem Fall. Nichts passt übrigens besser zu einem feinen Stück Königskuchen als eine Tasse Kaffee. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es den Gob-Bohnen-Kaffee Jubilor seit einiger Zeit in drei verschiedenen Mischungen. Classico, El Cielo und El Sol. Alles erstklassige Hochlandsorten in Spitzenqualität, gemischt und geröstet für Ihren persönlichen Geschmack. Unsere Konsumentenjury hat den Jubilor übrigens kürzlich ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Und ein paar von diesen Antworten, die von diesen Testpersonen zurückgekommen sind, will ich Ihnen nicht vorenthalten. Wie viele Konsumenten hat die Damen und ihre Mann den El Cielo besonders gern. Der sei zwar sanft, habe aber trotzdem ein volles Aroma und darauf kommt es schliesslich an. Besonders lustig hat man es offenbar in einer anderen Testgruppe gehabt. Dort ist der rassige und temperamentvolle El Sol bevorzugt worden. In fröhlicher Runde haben wir den Kaffee getestet. Ob der Jubilor El Sol schön macht, haben wir leider noch nicht herausgefunden, werden ihn aber gerne weiter trinken. Und eine Dame aus Bülach findet zwar gut, dass man jetzt unter drei verschiedenen Jubilor-Mischungen wählen kann. Sie trinke allerdings seit 15 Jahren den Classico und werde das auch weiterhin so halten. Mein Tipp zu dieser Umfrage, machen Sie es doch so wie die Testpersonen, finden Sie den Jubilor raus, der Ihrem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Ob das Rezept aus dem Gob-Kochstudio diese Woche auch Ihren Geschmack getroffen hat, probieren Sie es doch einfach aus. Nach dem Festtag kochen auch wir im Gob-Studio auf kleineren Flammen. Was aber nicht heisst, dass man wegen dem auf etwas Gutes verzichten muss. Wie wär's mal mit Fleischklößli an einer rassigen Senf-Rahmsauce? 3 Esslöffel Paniermehl mit 1,5 Dezi Milch mischen. Dann zusammen mit einer ganz fein gehackten Zwiebel, einem Ei und dem Hackfleisch zu einer glatten Masse verkneten. Gewürzt wird mit Pfeffer, Paprika, Salz und Knoblauchpulver. Aus dieser Masse solche Bällen formen, es sollte für 12 Stück länger. Und am besten geht es mit nassen Händen. In einer weiten Pfanne den Bouillon aufkochen und die Fleischbällen ca. 10 Minuten zugedeckt ziehen. In der Zwischenzeit einen Apfel schälen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und fein würfeln. Jetzt die Apfelwürfel und den Rest von der gehackten Zwiebeln im heißen Anker kurz dämpfen. Curry und Mehl drüber streuen und kurz mitdämpfen. Dann mit dem Bouillon von den Klößli ablöschen und milden und scharfen Senf dazugeben und die Soße ca. 10 Minuten köcheln. Zum Schluss die Soße noch mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmücken und mit Rahm verfeinern, dann die Klößli trillen heiß werden. Auf einer Platte anrichten, mit gehacktem Peterli bestreuen und mit grünen Nudeln servieren. Wenn Sie das Rezept möchten ausprobieren, finden Sie es mit den genauen Angaben in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! Zusammen mit dem Start vom neuen Disney-Film «The Lion King» in der Schweizer Kino findet in unseren Läden ein Malwettbewerb statt. Es geht darum, die beiden Hauptfiguren aus dem Film möglichst wirklichkeitsgetreu oder möglichst fantasievoll anzumalen. Bis Ende Januar kann man noch seine Kunstwerke in die Urne rühren, die in den Gobläden aufgestellt werden. Der erste Preis ist eine unvergessliche Reise mit der ganzen Familie auf Paris ins Euro Disney. Außerdem kann man so einen fantastischen Mickey-Fülli oder einen Plüsch-Lion King gewinnen. Mitmachen lohnt sich also. Es soll ja Leute geben, die jedes neue Jahr gerne mit einem guten Vorsatz anfangen. Wie wäre es mit dem da? Nie mehr ausgeben als nötig. Unsere Aktionen. Der Block Schweizer Raclette-Käse kostet pro Kilo nur 14,90 €. Und das Dessinerbrot kommen Sie über für 1,35 €. Ein Liter Gob Sonnenblumenöl gibt es für nur 2,95 €. Alle Reissorten sind jetzt pro Päckchen 50 Rappen günstiger. Und das Kilo gehacktes Rindfleisch kommen Sie über für 10,50 €. Außerdem offerieren wir Ihnen verschiedene Bettgarnituren nordisch für nur 30 Franken. Und unsere Küchenchefs offerieren Ihnen auch im neuen Jahr immer wieder lustige und günstige Menü. Diese Woche gibt es eine gefüllte Kalbsbrust Jägerart mit Hörnli, Rüebli und Erbsli für 11 Franken.
Das wär's gsi aus dem ersten Coop-Studio vom neuen Jahr. Ich hoffe, es hat auch für Sie etwas dabei gehabt und ich danke Ihnen fürs Interesse. Auf Wiedersehen.